Ist das dieses berühmte Wartangeln? Wenn wir heute keinen Fisch kriegen, dann weiß ich auch nicht. Das muss sich jetzt gelohnt haben. Guten Morgen, Leute. Mann, wir sind schon richtig fleißig gewesen. Wir wissen noch gar nicht, was wir eigentlich machen. Doch, im Titel müsste jetzt stehen: Carsten on Tour. Also, ich habe keine Ahnung, wie ich die ganze neue Sache hier nenne eigentlich. Ist ja nicht neu. Ose on Tour gab es doch schon vor einer ganzen Weile. Und jetzt ist Carsten on Tour. Chris ist heute nicht dabei. Wir haben heute fast Halloween. Also, heute Abend ist ein Halloween. Ja, das ist zur zeitlichen Einordnung. Wir waren fleißig. Boot Nummer 1. Boot Nummer 2. Das fragt euch: Boot Nummer 2. Wo kommt das her? Kommen wir erstmal zu dir hier. Moin. Moin. Also du wirst natürlich jetzt nicht so weit fahren wie wir. Ne, genau. Ich bin eher ein bisschen ufernah heute unterwegs. Ja, genau. Und ja, mache heute auch nicht ganz so lange. Und genau. Und reicht's. Wir beide ziehen durch. Wir beide. Der hier. Den kennt er. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Also Olli ist wieder mit am Start. Heute soll es mal aufs Zander gehen, ne? Und wollen wir mal unser Bestes geben. Und wir waren ja schon mal vor ganz, gar nicht so langer Zeit in diesem Jahr aufs Zander. Da hat es bei mir wieder gar nicht funktioniert. Wir hatten Bisse ohne Ende, aber wir haben nichts die Backen gekriegt. Und versuchen wir heute zu ändern. Also wie ihr merkt, ich bin wahrscheinlich an der Küste. Hier ist so ein bisschen schöne Boddenlandschaft hinter mir. Dann würde ich sagen, das Zeug ist fast fertig, ruht noch drin. Und dann geht das in das Wasser. Die letzten Tage lief es wirklich sehr gut. Also hier kamen Zander raus. Die sind im Jenseits von Gut und Böse. Da ist das nochmal neu. Warum denn eigentlich? Warum fahren die so schlecht, diese für Gut und Böse? Auf jeden Fall. Wir haben nicht den Meter geknackt, aber das kann ja heute passieren. Ne? Und der 50er Barsch kann natürlich auch immer kommen. Von daher bin ich auf jeden Fall motiviert. Also ihr habt es gehört, wir versuchen heute den Meterzander und den 50er Barsch rauszuknüppeln. Er kommt natürlich da mit, ja, so wird es sich gehört. Wird ordentlich alle zu Filet verarbeitet. Weil, wenn hat man sonst mal die Chance, hier ein paar Zander rauszuholen. So, jetzt habe ich noch gequatscht, jetzt müssen wir wirklich erstmal die Boote ins Wasser schmeißen, weil die heiße Zeit ist jetzt nämlich gerade. Ja, früh, 7:30 Uhr morgens, ohne Frühstück heute, das essen wir auf dem Boot. Ja, und jetzt geht das los. Schau, was wird. Nicht normal. Ja, für Instagram ist auch gesorgt, ne? Genau, Instagram-Stories sind jetzt auch da. Ich stehe schon am Boot und wie kommen wir jetzt da raus? Ich habe keine Gummistiefel bei. Müssen wir ihn berauben. Okay, ich krieg Leihgummistiefel, ja? Genau, kriegen wir alles hin, ne? Bildet Tasca 320. Meine ist natürlich schon in sehr gut benutzten Zustand, leicht dreckig. Die Sache hier sieht schon viel sauberer aus. Das war auch nicht so oft im Wasser oder wurde gut gewaschen. Ja, hier. Von innen sieht es nicht so sauber aus, aber sonst geht es ab und zu schon mal pflegen. Du hast schon mal in mein Boot drin geguckt? Der sieht aus, als ob da der halbe Strand drin liegt. Das geht hier wirklich gucken. Das ist nicht so, dass er das schon war. Ja, gut. Optimistenkescher, wir fangen heute die großen Fische. Wir müssen aufpassen, dass die Barschen nicht durch den Maschen durchgehen, ja? Genau. Alles unter 50 ist Köderfisch. Also 51er Barsch geht, ja? Ja, ja, den kann man mal zeigen. Ah, hier ist das Gesicht also. Haha. Das wahre Gesicht. Erfolgsköder, sexy Swimmer anscheinend. Ja, hier werden die ersten Köder quasi geklaut, die ich auch anmachen werde. Ja, und neue Kombo. Hat erst einmal das Wasser gesehen. Ich denke mal, heute kann es vielleicht klappen mit einem vernünftigen Zander. Hat die schon Fisch gesehen? Die hat schon Fisch gesehen. Tatsächlich war der erste Fisch auch ein Zander. Aber leider nur so um die 45, also nichts Bewegendes. Also Köderfisch, wie du gerade sagtest. Richtig. Gestern war auch ganz gut, ne? Ein paar Brassen? Ja. Oh, Brassen gab es? Ja, es gab natürlich wieder Brassen. Ich bin ja der Brassenkönig. Ich habe bei mir jedes Mal beim Zanderangeln eigentlich ein oder zwei Brassen. Und so war es auch gestern wieder. Aber naja. Es gibt hier Brassen, Leute. Geil. Freut mich. Bin genau richtig gekommen zur Brassenzeit. Die haben wir alle raus hier mit den Jungfische. Ich weiß gar nicht, was die haben. Ich habe einen schweren Job. Ich muss hier arbeiten. Ich filme, halte die ganze Sache auf Kamera fest. Das ist echt anstrengend. Aber das machen die Jungs gut, da bin ich auch sehr dankbar, weil ich die Gummistiefel vergessen habe. Das ist eigentlich der einzige Grund, weil sonst würde ich dann mich aufstehen im Wasser und versuchen, das Boot irgendwie rinzukriegen. Ist das dieses berühmte Wartangeln? Ja. So machen wir das immer. Geschafft.
Super! Wenn wir heute keinen Fisch kriegen, dann weiß ich auch nicht. Das muss sich jetzt gelohnt haben. So, ich darf so sagen, es liegt doch mal so Füße hier. Mann ey. Auch einfach mal ein bisschen Wasser reinschöpfen ins Boot, nicht raus. Ja, besser wäre das. Du musst den Motor tiefer machen. Ja, aber ich hört sich an wie ein Zweitakter. Ja, wisst ihr, warum wir das Ganze hier machen? Weil nämlich hier andauernd Motoren und ganze Boote geklaut werden. Und das wollte Olli sich nicht antun. Letztes Mal waren wir mit seinem Kahn hier auf dem Wasser. Der ist natürlich hier viel tauglicher, viel größer, viel schöner und liegt vor allen Dingen eigentlich im Wasser. Aber jetzt aktuell im Trocknen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, dass hier ständig Boote getraut werden. Olli hat mega Glück gehabt. Der ist vor kurzem reingekommen, weil er über Nacht draußen geblieben ist auf dem genau. Wasser. Ja. Und dann hat er bloß noch in seinem Hafen quasi die Boote losgeschnitten, ohne Motoren rumtreiben sehen. Das ist natürlich eine Riesensauerei, aber es findet doch keiner ihn. Ja. Hast du irgendwas gehört? Nee, gar nichts. Nee, also es wäre doch nichts gefunden, dass ja irgendjemand mal einen Motor am Boot oder irgendwas findet. Und man kann ja auch nichts machen. Die kommen in der Nacht, sind super organisiert. Ja, eine sehr ärgerliche Sache. Deswegen heute Schlauchi, die ganze Schlepperei, Plackerei. Und dann würde ich sagen, Olli, vielen Dank, dass du hier so fleißig mitgeholfen hast. Gar kein Und natürlich uns alle wahrscheinlich zu den besten Zandern hier in Deutschland führen wirst. Leute, es ist passiert, ich habe gerade meinen ersten Zander gefangen. Ist aber so windig hier. Ich verstecke mich ein bisschen, quasi die Kamera in meinem Windschutz. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich da gemacht habe, was ich geangelt habe und wie das alles funktioniert hat. Aber erstmal kriegt ihr einen Fisch zu sehen. Das war der Erfolgsköder. Ah, der mittlere Quabbi hier. Er hat auf alle Fälle gerade beim ersten Wurf den Zander gefangen, weil bei dem anderen ist genau das passiert. Da war nicht mehr so viel zu retten. Olli hat auch schon ein bisschen gehabt. Den seinen Gummifisch gucken wir uns auch gleich an. Aber ich habe euch ja den Fisch versprochen. Puh, ist das Wasser kalt. Na komm her, mein Kumpel. So ihr Lieben, mein erster Bottenzander. Da ist er. Ein schöner. Petri auf den Fisch. Der Game Changer heute bei dem Wind. Die guten Reisetabletten. Kosten viel Geld, helfen aber schnell. Was hast du dazu? Top. Haben geholfen. Haben geholfen. Mal gucken, was der Nachbar hier gefangen hat oder ob er was gefangen hat. Erstmal was essen ohne Mampf, kein Kampf. Gucken wir mal rein hier in die Box. Aber man sieht gar nicht so viel aus. Hol mal raus hier. Alles neugierig, was da drin ist. Hier, ja. Junge, Tomaten, Jurken. Danke übrigens an Ollis Papa, der wunderbar gestern Abend vorgeschmiert hat. Vielen, vielen Dank. Ja, die kommen vielleicht noch heute zum Einsatz hier, die guten, aber die Wobbler heute nicht, oder? Hier wobbeln macht keinen Sinn. Macht nicht so viel Sinn. Okay. Abends vielleicht so eine Steinpackung hier vorne oder so, aber ich glaube, jetzt ist das aktuell nicht die richtige Wahl. Leute, das ist ja Angeln am Limit. Also das ist wirklich kurz vor einem Drinfahren hier. Wir haben es nicht leicht, aber ich habe noch geschafft, einen Zander zu fangen. Guckt euch das hier an. Es hängt ja hier vorne so ein bisschen. Ich spreche einfach ein bisschen lauter hier. Deutlich über 60 cm. Ganz, ganz spitz gebissen, wirklich ganz vorsichtig. Okay. Petri, Dank.
Ja. So ihr Lieben, ihr seht, wir haben uns wieder so ein bisschen ans Ufer verkrümelt, ein bisschen Landschutz gesucht, weil da draußen wird es jetzt immer schlimmer mit dem Wind. Und da haben wir gesagt, naja, das sparen wir uns, das ganze Thema. Weil wir haben ein paar tolle Fische gefangen, wir haben auf alle Fälle eine schöne Zeit auf dem Wasser gehabt. Ja, Olli hat einen Zander gelandet, ich habe zwei Zander gelandet, Erik hatte einen gelandet, den habe ich ganz kurz gefilmt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie gut man es gesehen hat, weil durch die Wellenbewegung war da extrem krass, dass man da fast nicht gesehen hat. Genau. Ja, nichtsdestotrotz war auf alle Fälle ein schöner Vormittag, muss man ja sagen. Jetzt haben wir ziemlich genau 12 Uhr. Ja, das wussten wir schon gestern Abend, wo wir im Wetterbericht geguckt hatten, dass die ganze Sache hier in den Wind fällt. Könnte man sagen, aber wir haben auf alle Fälle das Beste draus gemacht. Hatten jetzt die letzte Stunde nochmal ein richtig gutes Beißfenster gehabt. Viele Bisse, wie ihr seht, drei Quapis haben es bei mir jetzt nicht überlebt. Die haben alle Bissspuren, alle Wunden, weil die sehr spitz hinten gebissen haben. Dann haust du an. Ja, und wenn der Zander den Köder festhält und du mit Gewalt versuchst, da rauszuhauen, weil du den Haken setzen willst, ja, dann gehen die halt kaputt. Ein Gürkchen habe ich jetzt quasi als vierten Köder dran. Die hat auch schon Bissspuren. Der sieht ohne mehr so frisch aus. Olli hat ein schönes Sherry-Stick hier genutzt, eine 30 Gramm Variante. Also für das leichte Zanderangeln und Barschangeln, was wir hier in den Boddenregionen haben, auf alle Fälle eine sehr passende und vor allen Dingen günstige Alternative. Da kann man vom Boot aus eine ganze Menge machen. Ich habe ein sehr ähnliches Gerät, eine Dietl-Rute in der 42 Gramm Variante. Ist natürlich deutlich teurer, hat ein bisschen mehr Bums, ist ein bisschen feinfühliger, aber nichtsdestotrotz ist das hier auf alle Fälle Preis-Leistung deutlich angenehmer als eine deutlich teurere Route. Aber beide erfüllen ihren Job. Und wenn ihr Zanderhuten nimmt, dann macht das. Oder wenn ihr mit Hechthuten geht, gar kein Problem. Auf alle Fälle ist der Spot wie immer das Wichtigste an dem ganzen Angeltag. Köderfarmen haben heute auch etliche performt. Auffällig, unauffällig. Da konnte man auch gar nicht so richtig sagen, wer jetzt mehr Bisse gebracht hat. Danke, Olli, dass ich wieder bei dir sein durfte. Hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Genau. Also, können wir gerne wiederholen. Machen wir auch, nämlich für uns morgen. Aber da nehme ich im Regelfall keine Kamera mit. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Angeln mit dem Spreeangler. Bis dahin sagen wir Petri, ciao und macht's gut.